Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns direkt unter dem Labyrinth in der Akala-Region. Und da machen wir jetzt einen Aufstieg und landen dann vermutlich direkt im Labyrinth an sich. Gehen wir ganz stark von aus. Also machen wir das. Bitte warten. Bin da. Wer noch? Mittendrin stand nur dabei. Oh Gott, das. Könnte böse werden. Ist das ein Abgrund? Das ist ein Abgrund. Das sind Hände. Hochleistungsbatterie. Okay. Kacke. Wie man sowas verschwendet mit Mammut-LP. Ja, mit denen haben wir schon angefangen. Gardebogen zerbricht auch bald. Aber ich habe ja noch so ein Ding. So. Jetzt kommt er von uns zu, ne? So, nette Keule. Ja. Au. War schon so rau? Au. Erstmal Resistenz vielleicht ein bisschen. Schutz. Muss halt echt sein Zuhauen trainieren. Damit ich halt vernünftig ausweichen kann und so. So, nehmen wir das. Da, genau das wollte ich üben. Ich glaube, er ist tot. Miasma-Prügel. Diese massive Waffe verströmt düsteren Wahnsinn und zerschmettert alles, was sie trifft. Okay. Easy. Und da drin war jetzt hier Hochleistungsbatterie, ja? Sind wir dann mitten im Labyrinth. Okay. Ich habe Fragen. Zum einen, ist das da wirklich ein Abgrund? Zum anderen, das Ding hier. Ja, damit dann da wieder zurück, wo ich gerade herkam? Was da noch aus, ne? Scheint tatsächlich da seitlich runterzugehen. Ach, guck mal. Mist. Okay. Ich hab mich schon gewundert, dass hier in der Höhle nichts ist. So, aber hier wieder hoch. Und dieser Raum hier scheint ja auch so zu sein, dass da keinen sonstigen Zugang hat, oder? Wirkt zumindest so. Wenn ich
jetzt hier hochgehe, müsste ich eigentlich auch kurz vom Schrein rauskommen. Oder nicht? Der wahrscheinlich da oben in dem Loch da sitzt. Ich gehe trotzdem wieder zurück. Und dann steigen wir in den Abgrund hinab. Abgrund auf Irland. Okay. Also ich weiß, es gibt hier das Labyrinth in der Luft. Gibt es dann auch eins im Untergrund, ja? Okay. Es bleibt spaßig. Das heißt, so komme ich jetzt da gar nicht runter, weil... Naja, einfach aus dem Grund, dass das Ding da versperrt ist. Frage ist, warum ist es versperrt? Was muss ich tun, um diese Sperrung aufzuheben? Und ja, ich mache es gerade ein bisschen wie in Breath of the Wild. Ich kletter einfach irgendwo hoch. Okay, ich habe den Schrein schon gehört. Das heißt, er ist hier direkt in der Nähe. Also ich muss gucken, wie ich da reinkomme. Ich habe doch so eine Kletterrüstung. Zumindest ein Teil davon. Ein Teil einer Kletterrüstung. Besser als nichts. Also so wie das aussieht, muss ich da unterhalb des Gitters dann mit Aufstieg dann da reinkommen. Dann ist halt jetzt nur die Frage, wie komme ich dann... da rein. Von unten war es ja anscheinend nicht. Und auch hier nicht. Okay. Bringen wir ein stabiles Sonanium-Schild und starkes Sonanium-Schwert. Dann kommt das auf jeden Fall weg. Und das Schwert ist hier, das hier. Das war halt dann nur noch was Ordentliches drauf zu machen, ne? So, komme ich raus, wenn ich jetzt hier Aufstieg mache? Theoretisch nicht da, wo ich hin will. Die Frage ist halt so, wie müsste ich doch hier irgendwo den Raum dafür haben, oder nicht? Hm. Ach doch, das ist hier. Ah, okay. Das ist ja schön. Forschungstagebuch 3. Endlich habe ich ein Relikt des Uno entdeckt und kann es kaum erwarten, Tauro davon zu berichten. Allerdings ist meine Neugier noch nicht völlig gestillt, sodass ich zögere, mich jetzt schon auf den Rückweg zu begeben, wie man wohl auf die unteren Ebenen der Ruine gelangt, die ich von hier oben aus sehen kann. Fragen über Fragen. Macht das die ganzen Gitter auf? Als Herrscher der Drachen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Türe hat sich dir geöffnet. Besuche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Klar, ich könnte halt hinfliegen.
Aber eins nach dem anderen. Ja, wahrscheinlich gibt es halt hier auch in den Labyrinth wieder zig Verstecke mit diversen Kisten und so. Oder irgendwelche tollen Waffen drin sind. Und zum einen meine Waffen sind voll, zum anderen... Ja, nee. Musst du so nur an der Kiste? Ja, okay, passt. Und sie geht's los. Und die Frage auch, was ich mir noch stelle, ist, ist jetzt das Gitter unten auch auf? Komme ich in einer Art Untergrundlabyrinth des Todes? Ach, Scheiße. Nein, komme ich nicht. Da ist nämlich immer noch dicht. Okay. So, muss ich eben hier andere Teile anlegen, damit ich jetzt hier nicht gebrutzelt werde. Ich nehme mal das, pack da was ganz Tolles drauf, wie zum Beispiel. Na, so was. Passt. Das Ältere, der zum Dingens fliegt. Aber ich muss jetzt hier irgendwie die Höhe, ja? Na, ihr seid ja lustig. Okay. Ach doch, hier kann ich aufsteigen. Mach mal. Da oben ist ein Fensterchen auf. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Wie? Komm ich da jetzt hoch? Ich glaube, ich brauche die Hilfe eines meiner tollen Gefährtchen. Wir haben ja inzwischen ein bisschen Batterie. Jetzt hier noch ein Feuerteil und so ein Lenkteil, ne? Einfach zu den Dingern hinzuzählen. Ich glaube, sowas in der Art haben wir hier in unserem Favoriten noch nicht drin, ne?
Nehmen wir das weg. Packen wir das hinzu. Für die Zukunft. Volle Kraft voraus. Mehr ist nicht. Sind wir schon weit oben? Geht eigentlich. Müssen hier vielleicht irgendwo Zwischenlandung machen. Um Energie zu tanken. Ich häng fest. Ich häng wirklich fest. Fazit: Das Ding ist noch ausbaufähig. Na, ist ja ganz toll. Okay. Ich würde gerne da irgendwo weiterkommen, weißt du? Aber ich glaube, ich brauche dafür mindestens einen Ventilator. Das heißt, ich verbrauche dann mehr Energie. Einmal ein Ventilator, bitte, danke. Und den irgendwie so. Ah, mittig wäre cool. Ah, ist mittiger. So. Damit wir das auch dann vernünftig speichern für irgendwann mal. Machen wir den dann wieder raus. Und den neuen wieder rein. So. So kann ich das Ding auch besser steuern. Nicht gut, aber besser. Verbraucht gleich massig mehr Energie. Was? Willst du mich verarschen? No. Okay, also Ballon war eigentlich nicht so die beste Idee. Gebe ich ja zu. Geht besser? Also machen wir es auch nochmal besser. Hilft ja nichts. Probieren wir es. Ich weiß zwar nicht, wie gut ich damit sonderlich hochkomme, aber egal.
Scheint aber zu gehen. Man muss halt nur irgendwie den Kurs halten, ne? Ich ziehe die Maschine hoch. Ja, kein Problem. Und irgendwo hier mal zwischenparken. War fast ein bisschen knapp. Ein bisschen hoch, ne? Oh, das schaffen wir. Können wir das schaffen? Ja, muss ja, ne? Und hoch die Kiste. Gleich donk. Weil Ziel erreicht, weißt du? Vielleicht kann ich hier noch inzwischen landen. Sieht noch gut aus. Immer ein gutes Stückchen hoch. Ach, hey. Okay. Und nix kommt nix. Hoch die Kiste. Einfach immer zwischendurch Batterie tanken, dann passt das. Ja, schon fast da. Ich bin fast da. Okay, nicht so. Nicht direkt gegen die Wand fahren. Fliegen, wie auch immer. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nö, ist ein Schrein in der Nähe. Ja, vielleicht schaffen wir das, ja? Ohne weitere Zwischenlandung. Wobei, wir können eigentlich da vorne noch was nutzen, ne? Irland, Himmel! Houston, wir haben ein Problem. Sie das sehr toll überlegt. Ich meine, das ist nicht so toll in der Herstellung. Aber trotzdem. Blöd gelaufen gerade. Aber ein Hoch auf die Bautomatik. Ich hoffe, dass ich jetzt da irgendwo. Was? Das. Ich bin verwirrt. Der Schrein ist tiefer. Was ist das? Okay. Was genau? Wie hieß die Quest jetzt? Was sollte ich da machen, hat er gesagt?
Okay. Na, da ganz unten ist doch halt dann wieder ganz unten. Ich kann natürlich hier abspringen, ne? Der Schrein ist ja ganz offensichtlich halt da drunter. Ja, okay. Licht losgelöst. Von dem Erde. Ja. Wie? Okay, ich kann hier also nicht klettern. Dann ist es hier vielleicht tatsächlich zum Abspringen gedacht. Weil sonst kann ich an den Wänden immer hochklettern. Aber hier jetzt halt nicht. Und außer das gibt es ja hier anscheinend nichts. Ich meine, zwischendurch immer so ein Gitterchen. Ich höre eine Sternschnuppe. Ich hätte gedacht, dass dadurch, dass wir uns halt abspringen lassen, dass wir dann da irgendwie... Oh, hä? Er ist ein legitimes Fragewort mit zwei Buchstaben. Ähnlich wie wo. Ja. Südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht nach oben gesollt. Das wird vielleicht Sinn machen. Also nochmal den Spaß. Blutmond, hey, lange nicht gesehen, was geht? Ich bin mal weg. Zu hohen Himmeln hinaus. Ich glaube, hier so das erste Stückchen zu erreichen, ist schon mit das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Weil hier ist der Abstand am größten, habe ich so das Gefühl. Egal. Neue Maschine. Oh, so eine Verschwendung von Sonobotern. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich so nicht ganz akkurat und mittig und sowas gesetzt. Egal. Jo, like a Mammut.
Da haben wir die Mondlicht-Sounds. Blutmond-Sounds. Bitte warten, ich fliege. Ja gut, dann warte halt nicht. Ist okay. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Hallo. Hab doch schon gedrückt, was willst du denn? So, wir müssen hier irgendwo wieder einen Zwischenhalt machen. Hilft ja nichts. Voll die Bauteilverschwendung, aber egal. Südliche Seite des Himmelsteils. Punktlandung. Die Frage ist halt wirklich, wo da, ne? Oh. Und ich renne in die Nähe. Vielleicht diese Zipfelchen da vorne. Ja, das sieht auch nach Süden aus. Ich habe auch die Kamera anders die Karte anders eingestellt. Sodass die Karte sich nicht immer mitdreht, sondern wirklich Norden ist Norden ist. Kacke. Okay. Ach, hier ist ein Schrein. Ach, guck mal. Das ist ja schön. Dann gehen wir mal rein. Kann ja von hier aus nur besser werden. Hoffe ich. Auf jeden Fall kein Belohnungsschrein, obwohl ich hier voll die Belohnung verdient hätte. Übermut zum Sprung. Aha. Wäre los, ist hier auch aktiviert. Okay. Kommentar durch die Laser? Ich hoffe. Oh Gott. Immer mitten durch. Das passt. Bislang. Weiter mittendurch? Jo. Irgendwie ja. Das war knapp. Massives Unanium-Stück. Können wir bestimmt irgendwas austauschen? Hier so ein Dreck. Zack.
Okay. Dann machen wir nicht sowas. Muss ich ganz kurz niesen. Hier. Das war's, weg. Leck mich, Leute. Oh, shit. Das war's, Leute. Ich häng fest. Okay. Wir haben's aber nicht mehr weit. Können wir schaffen? Ja, ich weiß ja nicht. Das ist nicht Need for Speed, das ist Need for Link. Danke. Yo. Okay, okay, wir haben es geschafft. War cool. Muss es nur ein bisschen fahren können. Ich, als jemand, der kein Führerschein hat, hab das irgendwie hingekriegt. In Notfall einfach aus dem Auto aussteigen und selber fliegen. Wenn das Auto nicht weit genug fliegt. Ganz einfach. Okay. Da ist wieder so ein Ding. Und hallo? Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle 4. Okay, Ladies and Gentlemen, ihr wisst, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Hier Vorrichtungen finden in diesem fulminanten Labyrinth. Ja, aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.